Surfer träumen von großen, hohen Wellen. Aber diese furchterregenden Wellen, vor denen du weglaufen musst, gehören eher zu deinen schlimmsten Albträumen. Der Traum des Surfers. Wie ich schon sagte, sind große Wellen der Traum jedes Surfers. Aber manche Wellen sind unüberwindbar. Dieser Surfer schien die Welle unter Kontrolle zu haben und stellte sich auf sein Brett. Er schaffte es jedoch nicht bis nach oben, sondern verlor sein Surfbrett. Er wurde von den tosenden Wellen verschluckt und sein Untersatz flog in die Luft. Er ritt die Welle nur kurz. Selbst ein erfahrener Surfer ist nicht immer auf die Überraschungen des Meeres vorbereitet. Schwimmen in den Wellen. Schwimmen im Meer macht Spaß, aber manchmal ist es auch schmerzhaft. Dieser Mann im gelben Hemd möchte die Wellen genießen. Er läuft zum Wasser, um es auf seinem Körper zu spüren. Leider kehrt er dem Meer den Rücken zu und sieht die große Welle nicht kommen. Es ist zu spät, um wegzulaufen, und er wird umgeworfen. Er will aufstehen, aber die Wellen kommen so schnell, dass er nicht entkommen kann. Jedes Mal schleudert es ihn zurück auf den Boden. Erst nach mehreren Versuchen kann er vor der nächsten Welle flüchten. Riesenwelle. Sieh dir diese gigantischen Wellen an und vor allem die dunkelblaue Rückseite. Sie sind so hoch, dass sie wie eine Landschaft aussehen. Das Wasser schlägt wie wild gegen das Ufer. Nur wenige Menschen im Wasser sehen wie schwarze Bojen aus. Man kann nur noch ihre Köpfe sehen. Die Welle fällt wie ein riesiger Wasserfall auf die Menschen. Sie verschwinden kurz unter der gigantischen Wassermasse und tauchen dann wieder auf. Und was tun sie dann? Nein, sie kommen nicht raus, sondern warten auf die zweite Welle. Das ist wirklich lebensmüde, denn bei starker Strömung kann man leicht aufs Meer hinausgetrieben werden. Schlechtes Fotoshooting. Viele Menschen, die an den Strand gehen, wollen ihr Erlebnis festhalten, so wie diese beiden Frauen. Am Strand versuchen sie, die beste Stelle zu finden, ohne an die Wellen zu denken. Sie posieren viel zu nah am Wasser und kaum haben sie ihren Platz eingenommen, werden sie von den Wellen ans Ufer geschleudert. Dieses Bild ist wohl nichts geworden, aber wenigstens gibt es ein Video von der Aktion. Fotograf erlebt eine Überraschung. In diesem Clip steht jemand auf einem Felsplateau, angeblich in Island. Der Mann steht mit einer Kamera auf der Fläche, während die Wellen gegen die Felsen schlagen. Er bewegt sich auf die Kante zu, um ein Foto zu machen. Danach wird er von einer hochspritzenden Welle überrascht, die fast das ganze Plateau überschwemmt. Die filmende Person gerät in Panik und wir verlieren den Fotografen aus den Augen. Es scheint, als ob der Kameramann sein Gerät verloren hätte, denn das Bild wird wackelig und die Bilder stehen auf dem Kopf. Wir wissen nicht, was dann geschah. Könnte es eine zweite Welle gegeben haben? Welle zu groß für Surfer. Um auf einer Welle zu reiten, musst du zuerst ins Wasser gehen. Dieser Surfer hat nicht seinen besten Tag. Er geht mit seinem Brett auf das Wasser zu und möchte auf eine Welle springen, die sich nähert. Leider hat er sich verrechnet und stößt dagegen. Ein harter Schlag trifft den Mann und er verschwindet kurz unter Wasser. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als aufzustehen und es erneut zu versuchen. Sydney, Australien. Dieser Clip stammt aus Sydney. Eine Menge Leute schwimmen im Wasser. Jemand, der weiter entfernt steht, sieht eine große Welle kommen und warnt die Schwimmer, doch lieber herauszugehen. Leider sind die Menschen nicht schnell genug und werden von der 8 Meter hohen Welle ans Ufer gedrückt. Man sieht, wie das Wasser sie erwischt und ans Ufer zieht. Zum Glück stehen sie wieder auf und niemandem ist etwas passiert. Rockaway Beach, Oregon, USA. Die Wellen des Meeres sind unberechenbar. In diesem Clip von 2014 waren drei Kinder und ein Paar am Rockaway Beach in Oregon. Das Wetter war stürmisch und es gab die Empfehlung, an diesem Tag den Strand lieber zu meiden. Die Kinder standen auf einem alten Baumstamm, als sie von einer Welle überrascht wurden. Der Baumstamm wurde ihnen unter den Füßen weggerissen und sie fielen ins Wasser. Die Strömung war so stark, dass sie kaum aufstehen und weglaufen konnten. Mit gegenseitiger Hilfe konnten sie sich retten. Riesenwelle am Kai. Selbst wenn du am Ufer stehst und ein Zaun zwischen dir und dem Wasser ist, garantiert das nicht deine Sicherheit. Dieser Clip zeigt, wie wild Wasser sein kann und wie es bei extremem Wetter einfach über einen Zaun schwappt. Diese Menschen beobachten das Wasser, als sie vor einer hoch aufsteigenden Welle weglaufen mussten. Doch sie schafften es nicht rechtzeitig, fielen um, wurden weggezogen und waren natürlich von oben bis unten nass. Auch diejenigen, die weiter entfernt standen, wurden nicht verschont und gingen ebenfalls klatschnass nach Hause.
Stapellauf eines Schiffes. Diese Menschen wollten erleben, wie ein Schiff zu Wasser gelassen wird. Man kann sich ja denken, dass man dabei nicht so dicht am Wasser stehen sollte, wie diese Leute es taten. Hier siehst du, wie das Schiff ins Wasser abgesenkt wird und logischerweise Schlagseite bekommt. Das Wasser wird verdrängt und die Zuschauer sehen eine große, von vorne nach hinten laufende Welle und beginnen wegzulaufen. Ein paar Leute sind leider nicht schnell genug und werden vom Wasser erwischt. Extremer Wellenangriff. Auch diese Menschen haben erlebt, wie schnell man von stürmischen Wellen regelrecht weggefegt werden kann. Die Person mit dem gelben Regenmantel läuft vom Wasser weg, während zwei andere auf das Wasser zulaufen. Die Küste scheint sicher, doch sie haben die entgegenkommende Welle unterschätzt. Das Wasser schwappt gegen die Felsen und eine Person wird von der Strömung umgeworfen. Die Person im schwarzen Regenmantel versucht zu helfen, wird aber auch mitgerissen. Die Person in der gelben Jacke will dann dem Paar zu Hilfe kommen, aber das war leider die falsche Entscheidung. Jetzt sind alle drei in Gefahr. Das Letzte, was man sieht, ist, wie alle drei von den mächtigen Wellen überschwemmt werden. Hoffentlich ist alles gut gegangen. Schwer herauszukommen. Bis jetzt hast du gesehen, wie unberechenbar Wellen sein können. Gerade noch träumt man am Strand und plötzlich findet man sich in einem wahren Albtraum wieder. Dieser Mann ist der Kraft des Meeres eindeutig nicht gewachsen. Er wollte sich aus den Wellen kämpfen, aber das zurückweichende Wasser zieht ihn immer wieder hinaus und die Wellen treffen ihn hart. Kann er diesen Kampf gewinnen? Zwei Menschen versuchen vergeblich, ihn aus dem Wasser zu ziehen, denn auch sie werden von den Wellen überwältigt. Schließlich treibt er immer näher ans Ufer. Glücklicherweise erreicht er es, aber seine Hose, die gehört jetzt dem Meer. Etwas abgeschirmt. Diese Leute verbringen einen schönen Tag am Strand. Hinter ihnen sind Felsen, die sie vor der Brandung schützen, die gerade heftig tobt. Wären die Felsen nicht gewesen, würden sie nicht so ruhig da sitzen. Die Barriere bricht die Wellen ein wenig, bevor sie über die Felsen schlagen. Es ist faszinierend und aufregend, so nahe an diesem Naturschauspiel dran zu sein. Mit etwas Glück bist du an der richtigen Stelle im Wasser, um eine kühle Brise der Brandung einzufangen. Vor diesen Wellen musst du nicht weglaufen. Achte aber auf die Felsformationen, die bei starkem Wellengang auch abbröckeln können. In der Natur ist man fast nie ganz sicher. Dem Meer folgen. Diese Teenager spielen leider zu nah am Wasser. Der Clip wurde am Lumahai Beach auf Kauai in Hawaii während der Big Surf-Saison im Januar aufgenommen. Zu dieser Zeit sind die Wellen sehr hoch und somit ideal zum Wellenreiten. Doch sie können auch für unangenehme Überraschungen sorgen. Aus dieser Gruppe von Teenagern wurde sogar jemand von der starken Strömung ins Meer gerissen. Zum Glück ging es gut aus. Was du heute über Wellen gesehen hast, solltest du nicht vergessen. Insbesondere Meereswellen sind unberechenbar. Kehre den Wellen also niemals den Rücken zu. Im Meer zu spielen macht zwar Spaß, kann aber gleichzeitig sehr gefährlich sein. Viele Menschen haben die Kraft der Wellen unterschätzt und manche sind sogar dabei gestorben. Stell dich auch nie auf nasse Felsen, denn hier haben die Wellen offensichtlich schon einmal aufgeschlagen und werden auch wiederkommen. Kurzum, genieße das Meer und seine natürliche Schönheit, aber bleib immer wachsam. Welche dieser furchterregenden Wellen fandest du wirklich beängstigend? Hinterlass deine Antwort in den Kommentaren. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Top 10 Video auf diesem Kanal. Bis dann!